Ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Legend of Mana. Im letzten Part hatten wir sehr großen Fail. Mir ist ein sehr großes Missgeschick passiert. Also was heißt Missgeschick? Das passiert jedem Mal. Kann jedem Mal passieren, ne? Nicht jeder blickt immer sofort bei allem durch. Aber das war schon... Ja, ich weiß gar nicht, ich traue mich gar nicht zu sagen. Aber gut, wir... Lasst uns mal bitte... Das ist so furchtbar, dieses Spiel, Alter. Lass du mich doch durch, Alter. So... Wir gehen wieder zum Strand. Ja, das haben wir heute vor. Wir gehen wieder zum Strand, weil wir nichts anderes vorhaben. Diesmal müssen wir keine Krebse zerdrücken. Zum Glück. Zum Glück. Weil das wirklich... Ich habe mich sowieso gefragt, was das soll. Gut. Boink. Genau. Ich will einfach nur nach links. Wir müssen zum großen Käfig. Ihr wisst Bescheid bei Elle. Die ist ja da oben. Und da war ja noch die Schatztruhe, die wir den einen Part nicht mitgenommen haben, ne? Ich würde gerne nach draußen gehen. Darf ich mit dir kommen? Klar. Oh, wirklich? Tausend Dank. Gehen wir. Gut, darf ich jetzt die Truhe? Oh, danke. Was haben wir denn da drin? Ein Spiegelfragment. Okay, das muss ja mega selten sein. Nein. Ein schöner Ort hier, ne? Stell dir mal vor, ihr würdet über so ein stilles Wasser... Also was heißt still? Wabbelt da. So einen kleinen Teich schaukeln, während Glocken an den Seilen befestigt sind und so weiter. Ja, super, ne? Nie seine Ruhe. Keine andere Sitzgelegenheit, außer der Ort. Und dann ist dabei noch Krach. Ob das unten da kein Wasser war, sondern hier einfach durchgehend Piesche? Wie bin ich hier eigentlich? Bin ich hier? Bin ich falsch abgebogen oder so? Nee, der hat uns ja geportet, ne? Ich war gerade verwirrt, warum ich jetzt hier gegen Monster kämpfen musste und auf dem Hinweg musste ich nicht gegen Monster kämpfen. Das war ich gerade verwirrt. Bin ich gerade voll verwirrt. Oh komm, bitte, bleib doch stehen. So. Eine Koralle. Ziemlich cool. Und dann raus hier. Ich hoffe, der Weg war nicht weit. Eigentlich war der Weg auch nicht weit. Oh Gott, aber wenn man gegen 20 Mobs kämpfen muss, dann ist natürlich der Weg weit. Na komm. Habe ich nicht getroffen, ne? Nee. Das war nur ein normaler Angriff. Fischfleisch. So, jetzt hier als Ausgang. Ich will hier nicht so lange bleiben. Hoffentlich hat sich jetzt gelohnt. Mit dem Windschaden, dass ich jetzt weiterlaufen darf hier. Nein, andersrum. Ich will hier nur weg. Dieses ewige Hin und Her immer. Das ist halt echt was, was man im Spiel irgendwie ankreiden kann, ne? Das ist halt echt so eine Sache. Jetzt werde ich angespuckt. Gut, zumindest nur einer übrig. Eigentlich wollte ich mich hier nicht so lange aufhalten, ne? Eigentlich will ich mich hier nicht so lange aufhalten, aber das ist halt das Spiel. Ist hier noch irgendwas? Ich hab nichts gesehen. Ah, oh, hier ist also zum Glück der Anfang. Gut. Ja, einmal weg hier. Ich würde gern zum Hafen von Bolbota. Und da müssen wir eigentlich auch nicht viel tun. Eigentlich müssen wir da wirklich nicht viel tun. Wir gehen... Grand Prix von Bolbota. Das
Kann man kaum lesen. Was ist so dunkel hier? Was geht denn hier ab? Ey, du lahme Ente, schon mal fast von hier gibt's das umsonst gehört? Wer ist das Rad der Schnelligkeit? Alles klar? Was war das gerade? Gut, wir sollen zum Restaurant. Was war das denn? Das habe ich jetzt irgendwie verstanden, du. Grand Prix? Hi. Oh, Monique? Nein, ich heiße Elle. Monique ist meine Freundin, aber wer bist du? Oh, wie konnte ich dich nur für eine Bekannte halten? Ich bin Gilbert, ein Dichter der Liebe. Deine Augen sind wie tiefe Seen, deine Lippen wie reife Früchte. Ich habe das Gefühl, dich schon ewig zu kennen. Kommst du, um mich mit deiner Liebe zu beglücken? Ich glaube eher nicht. Oh, aber so nimmt die Liebe ihren Anfang, meine Süße. Mit der Zeit wirst du dieselbe brennende Leidenschaft spüren wie ich. Warte nur ab, Liebling, und meine Liebe wird dich betören. Ich muss los. Begrüßt man die wahre Liebe mit offenen Armen. Der Wind trägt die Herzen der Liebenden aufs Meer hinaus. Wir segeln auf dem Ozean der Liebe. Gilbert, Liebe macht blind. Ich schreibe ein Titellied für Elle und mich. Wenn es fertig ist, überbringe ich es ihr. Der Wind kennt den Weg. Oh, für dieses Herzklopfen lebe ich. Ach du Heilige. Wir sollen jetzt nochmal dahin. Wir sollen jetzt nochmal zum Strand und sie nochmal holen. Oh, ich liebe es. Ich liebe es sehr. Aber zumindest dürfen wir am Ende kämpfen bei dieser Quest. Ja, das ist auch mal was. So, nochmal zum Strand von Madura. Dieser Gilbert, ne, der hat wirklich einen Waffel. Aber sowas von. Gut, hey. Boing. So, ich hoffe, Hallo, geht's dir gut? Oh. Hast du wirklich beschlossen, nur noch hier drin zu singen? Ja, ich will keine Schiffe mehr versenken. Soll es doch sinken. Menschen sollten lernen, lieber zu schwimmen oder zu fliegen. Auf Land nehmen sie sich alles heraus und jetzt tun sie, als würde ihnen auch das Meer gehören. Wir waren zuerst da und dafür werden sie mir jetzt bestraft. Das ist so lächerlich. Ich weiß, Flamesch. Das hat alles erst angefangen, als Menschen Schiffe erfunden haben. Ich weiß. Ach, du sagst mal nur, ich weiß. Egal, was ich sage. Tut mir leid. Du musst ihn ja entschuldigen. So einfach, so bist du einfach. Ah, die smaragdgrüne See. Oh nein. Hä? Oh, wie das sanfte Wogen der Wellen meine Seele besänftigt. Ich werde mich im Meer deiner Liebe ertränken. Oh, Zephyr, trage den Gesang der Vögel bis an mein Herz. Gilbert? Was zur Hölle ist das? Das ist Gilbert, Moniques Ex-Freund. Wow, er ist wirklich gekommen. Es macht anscheinend keinen Unterschied, ob du singst oder nicht. Du ziehst schräge Vögel magisch an. Ich wette, dein Gesang hatte nichts mit dem Schiffsunglück zu tun. Hey. Würdest du mich nur mit nach draußen nehmen? Ja. Oh, wirklich? Tausend Dank, gehen wir. Oh, Elle. Du bist gekommen. Also, ich bin nicht deinetwegen gekommen. Nicht wie du denkst. Ich verstehe dich, Elle. Du spürst die erste Symptome der Liebe. Ach du Scheiße, Alter. Nein, das glaube ich nicht. Sag es ihm einfach. Sag ihm, dass er dir auf die Nerven geht. Oh, eine Meerjungfrau. Du bist so schön wie Elle.
Wenn ich mich klonen könnte, würde mein Klon sich sofort in dich verlieben. Der riecht wie einer der Waffel, Alter. Tut mir leid, aber Elle ist jetzt die Einzige für mich, Baby. Heiliger Strohsack. Mann, der Typ hat einen an der Waffel. Elle, wenn du mit denen ausgehst, kündige ich dir die Freundschaft. Flamesh, wie kannst du so gemein sein? Monique war auch mit ihm zusammen. Auch mit ihm zusammen? Danke, Elle. Dein gütiges Herz wird nur von deiner Schönheit übertroffen. Wow. Da, am Horizont. Siehst du das Schiff dort hinten? Ein Schiff? Nein, ich sehe keins. Das Schiff sind wir, Baby. Nur ein kleines Staubkorn auf dem weiten Ozean der Liebe. Lass uns aufbrechen. Das wird mir sogar selbst mir zu schnulzig, wisst ihr? Und ich gucke mir ab und zu mal Animes an, wo es halt ein bisschen schnulzig zugeht, weil ja, ab und zu mal kann man sich so ein Anime geben, aber das ist mir schon jetzt schon ein bisschen zu heftig. Lass uns aufbrechen, ey. Was? Wohin denn? Lass mich nicht los, Liebling. Das Schiff am Horizont ist unser Ziel. Ah! Ja. Also das heißt jetzt, wir gehen zum Schiff. Natürlich dürfen wir jetzt auch mal auf dem Rückweg mal schön gegen Monster kämpfen. Wer hätte es auch anders sein können? Ah, herrlich. Ja, was sagt ihr denn dazu? Ist das romantisch? Ist das eventuell auch ein bisschen zu romantisch? Schreibt mir mal gerne, ob ihr das lustig findet oder eher einfach schrecklich. Würdet ihr solche Typen... Ach komm, gebt uns doch zu. Jeder will halt so ein... Jeder will, dass sein Freund so ist. Oder jeder will... Jede Frau will, dass ihr Freund so ist. Gib's doch zu. Oder ihr Mann. Nein, Quatsch, ich weiß. Ich glaube, das ist jeden von euch. Das ist sowas halt hart unangenehm, wenn man solche Menschen kennenlernt oder so. Das ist halt echt nicht toll. Und dann verlieben einfach, dann trennen sie sich halt wieder so schnell. Verlieben sich ständig neu. Dann weißt du nicht, ob die es ernst meinst du wirklich, ne? Woher soll man das wissen? Er sagt, immer sagt er, bei der einen hat er gesagt, ich liebe dich, aber ich kann dich nicht, ich darf dich nicht mit dir zusammen sein, weil dumme Scheiße und dann, ja, ich werde dich immer lieben und dann, ja, Bullshit einfach. So. Vogelfleisch. Ach komm. Also irgendwann... Es fängt alles schon ein bisschen an zu nerven, wenn man ständig... Alter, hallo. Das ist das, was ich am Spiel hasse. Die sind nicht bewegen... Dieses... Nicht bewegen dürfen. Wenn man irgendeine Attacke festhängt. Das ist noch schlimmer als... Ich weiß nicht. Als Gegner nicht zu treffen, weil er irgendwo in einer höheren Ebene ist. Perspektive ist hier wirklich schlimm im Spiel. Das ist das einzig Schlimme. Ich stehe rum und treffe halt nicht, weil ich nicht genau auf seiner Höhe bin. Das ist manchmal doof. Aber wegen sage ich das. Ich sollte auch für mich jeden Part darüber zu beschweren. Aber jetzt ist das schon nervig, ne? Ist aber für mich ist das schon nervig, weil ich jetzt gerade in dem Moment halt das spiele. So, jetzt haben wir. Zum Schiff. Ja, mal gucken, da müssten wir... Das haben sie ja gesehen, ne? Und ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass man das Schiff in der Nähe von diesem Ozean platziert. Ja, damit sie das auch sehen. Ach, deine Stimme ist gewiss wunderschön, Liebling. Singen wir ein Lied, das unsere neue Liebe preist. Danke, Gilbert. Aber das kann ich wirklich nicht. Ich kann nicht singen. Sag doch nicht solche traurigen Dinge, süße Elle. Die Schwingen einer Sirene, die nicht singt, verkümmern. Mich überrascht, dass du das weißt.
Aber so war das auch sein mag, wenn ich singe, versinken Schiffe. Bist du sicher, dass du das tun solltest? Ob es mir gefällt oder nicht, das ist meine Entscheidung. Gehen wir mal den Captain sprechen. Schade, dass sie nicht singen kann, ne? Also man hat sie ja, wir hören sie ja singen, wenn sie im Vogelkäfig ist, glaube ich, oder? Hat sie ja nicht gesungen? War das immer anders? Ich weiß es nicht. Captain? Was liegt an, Pinguin? Warum beim Klappautermann hast du ein Pony auf unserem Schiff gelassen? Hä, wie ein Pony? Sag, warum hast du gedönst um Künstlermacker, hm? Hör mal, Pinguin. Kunst ist mir Schnurz, aber ich weiß, was jemand wert ist. Wenn wir ihn einfangen, können wir ihn an einem Millionär verscherbeln. Ach, Gilbert war, hat die sagen zu Gilbert Pony. Der Plan steht, wir warten nur auf den richtigen Moment. Boah, Captain ist ja eine richtig schlimme Flosse. Hör mal zu, Pinguin. Echt, Piraten müssen manchmal auch ein Auge zudrücken. Piraten haben gute und böse Otter im Herzen. Otter, Captain? Ei, Otter. Und jetzt gerade bringt der böse Otter in meinem Herzen die Muscheln zum Klappern. Captain, das ist so rührend. Alles gut, wir haben gerade zu tun. Du musst hierbleiben, Landratte. Ja, na, okay. Dann machen wir uns auf den Weg nach Gilbert. Die wollen die Gilbert verkaufen? Oder wie darf ich das verstehen? Hä? Oh. Was geht denn hier ab? Löst sofort diese Fesseln. Was hat das zu bedeuten? Gilbert! Verflixt, die Sirene ist versucht. Oh, dass der Dichter der Liebe eine solche Tragödie anheimfällt. Das ist mir zu viel. Ah! Schluss damit, was ist denn in euch Pinguine gefahren? Wir sind Piraten, Fräulein. Was hast du denn erwartet? Ein Pirat muss tun, was ein Pirat eben tut. Oh, der Dichter wird so Schaum und Gischt im Meer. Halt die Backen, alter Gilbert, halt die Fresse. Ist gut. Wenn der Frühling zu Ende geht. Oh, oh. Hallo? El, ist die Farbe der See reines Aquamarin? Am Himmel sind Blüten, hochschwebend zu sehen. Leck im Kiel, Backbord! Die Blüte wollte auf Reise gehen und hoch in der Luft ihre Runden drehen. Ein nacktes Gorgonenhaupt greift an! Was? Pinguintrupp, vierte Gefechtsstation! Die Blüte gedeiht in deiner Hand. Oh, spüre doch meine Liebe. Oh nee, der Hydra ist da. Ist erledigt. Das Schiff versinkt, Hilfe und Miku! Der Hydra? Was? Oh Gott, was bist du denn, der Hydra? Achso, wegen Hydra und Hai. I understand. Oh, die Musik, Alter. Oh. Das war's für sie. Hallo? Achso, ich hab mir gar nicht die Special voll. Ich dachte, ich hätte die Special voll gehabt. Ja. Ups. Ja, na komm her, du Hydra. Okay, war klar irgendwas? Ja. Aua. Schmetterklinge. Das hat er aber ordentlich abgezogen. Ja. Einmal umgedreht. Macht ihr irgendwas? Oh. Alles gut? Nee. Okay. Zack. Das müsste jetzt gewesen sein eigentlich. Yes, gibt die Erfahrung her. Nice. 1200. Captain, das ist die Sirene, die unser Schiff versenken wollte. Ey, meine Liebste,
Flieh, bevor sie dir etwas antun. Aber dann töten sie dich ganz bestimmt. Ich habe doch ihr Schiff fast versenkt. Harr, bereit für dein Verbrechen zu büßen, was? Schluss damit, Pinguine. So benimmst du doch kein echter Seemann. Wie könnt ihr in der Dörn was antun, der alles ehrlich leid tut? Aber Captain, sie hätte uns fast umgebracht. Es tut mir leid. Ich wollte euch nur einen Schrecken einjagen. Hätte dabei aber fast eine Katastrophe verursacht. Mach dir keine Vorwürfe, junge Dame. Es ist noch kein Schiff untergegangen, weil jemand ein Liedchen geträllert hat. Aber das hier wäre es fast. Pinguine, jetzt streckt mal eure Köpfe an und denkt nach. Dieses Schiff hier wiegt locker 3000 Du Inkes. Was glaubt ihr, wieso der Pott nicht einfach so im Meer versinkt? Wir haben keine Ahnung. Temperament. Das liegt am Temperament von uns Seemännern. Mein Temperament ist eine glatte 100 und ihr Pinguine habt zusammen 1. Etwa 1. Mein männliches Temperament lässt den Pott schwimmen und ihr glaubt, so Liedchen kann ihn versenken? Das habe ich mir nicht so einfach ausgedacht, Fräulein. Probier's aus. Sing. Nein, ich kann nicht. Es wird wirklich sinken. Egal. Die Jungs hier sind Pinguine. Du bist eine Sirene. Du bist. Und ich bin eine Art Meeressäuger. Ein sinkendes Schiff macht uns nichts aus. Wir haben auch einen Pony. Wir haben auch einen Pony, Captain. Aber ich. Na los, sing. Sing die Seele aus dem Leib. Ich bin kein Pony. Wenn der Frühlingsende geht. Ob das so gut ist. Na bitte, es geht schnell los. Halt den Schnabel. Ist die Farbe der See rein des Aquamarin? Ich hab da so Gutes. Noch ein Leck im Kiel, Backbord. Das passiert jeden Tag. Los, reparier's. Am Himmel sind Blüten hochschweben zu sehen. Hohe Wellen, Steuerbord. Seemänner lassen sich von hohen Wellen nicht bange machen. Die Blüte wollte auf Reisen gehen, hoch in der Luft ihre Runden drehen. Oh oh. Das Pupdeck bricht gleich durch. Das ist nicht gut. Nee, egal. Ihr Pinguin habt einfach nicht das Zeug zum Seefahren. Das ist so dumm, ne? Die Blüte gedeiht in der Hand. Oh, spüre doch meine Liebe. Das war's. Ich glaube, wir werden nie wieder auf das Schiff gehen können. Wir schwimmen ja noch. Seht ihr, was ich meine? Ach, wie herrlich. Keine kurze Sorge, El. Übrigens, mir ist ein neues Lied eingefallen. Oh, Pinguine sind kriegscremig, weil sie keine Freundinnen haben. Oh, oh. Über die Planke mit ihm. Ei, ei, Captain. Nein! Gilbert, Liebe macht blind. Das ist quasi ein schönes Bild, ne? Dumm, über die Planke mit ihm. Also das Schiff ist doch nicht gesunken. Interessant. Weil sie keine Freundinnen haben. Sehr gut. Und einfach dieses Trockene über die Planke mit ihm. Das war eine coole Quest. Das war eine wirklich eine lustige Quest. Klar, ein bisschen hin und her, immer am Strand, ne? Wieder so immer wieder hier L holen. Aber die war lustig, die war gut. Hat mir sehr gefallen. Allerdings ist Gilbert schon so nerviger, ne? Gilbert ist halt echt schon so nerviger. So, hey. Mit ihm reden. Flauschig weggeflogen. Ja. So, mal gucken, was er da reingeschrieben hat. Eben die Liebe macht blind, ne? Da, Gilbert, Liebe macht blind. Mein Mensch ist in See gestochen und wollte ein Schiff mit Gesang versenken. Das Schiff ist nicht gesungen, aber wenn er wirklich dachte, er könnte so ein Schiff versenken, muss ich ihn zum Arzt schicken. Ja, es hat schon leichte
dumme Züge, ne? Das ist halt schon unglaublich. Das kann man nicht glauben. Das ist so obstrus, dass man denkt, man müsste mich in eine Zwangsjacke stecken. Kann ich verstehen. Aber Leute, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne Like, einen Kommentar und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss!